Jeder redet über Sex, nur nicht über den eigenen. Life-changing Sex, haben Sie den schon mal erlebt? Sex, der das Leben verändert? Ich habe das erlebt und ich habe ein Buch darüber geschrieben. Gesund gevögelt. Jetzt fragen Sie sich vielleicht, wie kann eine Frau ein Buch mit einem so vulgären Titel schreiben? Ganz einfach, Sex ist vulgär. Zumindest, wenn er richtig gemacht wird. Ich bin Susanne Wendel, ich werde in einer Woche 40 und ich bin im 9. Monat schwanger. Und ich glaube, man kann sagen, da hat schon einiges funktioniert. Ich habe viel ausprobiert im Bereich von Sexualität und bin der festen Überzeugung, dass Sex gesund macht. Und zwar nicht nur körperlich, sondern seelisch. Die ganzen Modekrankheiten, Burnout, Depressionen haben meiner Meinung nach auch mit nicht gelebter Sexualität zu tun. Denn alles, was wir unterdrücken, macht uns Druck. Ich habe das wissenschaftlich erforscht und ich habe das praktisch erforscht. Und ich beschreibe hier meine Erfahrungen in Sexclubs, mit Gruppensex, mit Sadomasochismus. Ich habe da sehr, sehr viel ausprobiert und ich möchte Sie einladen, da auch mehr auszuprobieren. Denn ich glaube, in deutschen Schlafzimmern ist nicht so viel los. Zumindest gibt es eine Untersuchung, die sagt, dass ungefähr 60% der Menschen Sex ungefähr so aufregend wie Duschen finden. Und wir sagen immer, naja, man soll sich entspannen, die Leute machen Yoga und autogenes Training, aber sie sind doch immer noch angespannt. Und das liegt, glaube ich, daran, dass sie zu wenig Sex haben oder zu wenig richtig guten Sex. Ich möchte Sie einladen, probieren Sie mehr aus, seien Sie mutig und folgen Sie mir auf meiner Forschungsreise, wohin auch immer, die dann Sie führen wird.